Du hast quasi Community nach Schulstories gefragt oder was? Genau, ich habe die Leute nach, also nach Schulstories, aber auch so, ich finde, jeder hat in der Schule irgendwann mal so einen Moment gehabt, wo man sich dachte, what the fuck, ist das gerade wirklich passiert? Ja. Und nach den Momenten habe ich den Leuten so ein bisschen gefragt, auch diesen ganz seltsamen, sehr komischen Schulmomenten, diese, an meiner Schule ist mal das und das passiert, das, ja. Ja, check ich. Okay, geil, da bin ich sehr gespannt drauf. Wollen wir wieder so abwechselnd vorlesen, die Stories? Ja, Mann. Geil, okay. Yes. Wie gesagt, es sind alles Sachen von der Community, wo sie gedacht haben, das ist wichtig oder teilenswert über ihre Schulzeit. Erste. Ich, W15, hatte vor so einem Jahr ein Theaterstück in der Schule. Mir fiel es manchmal sehr schwer, Sachen umzusetzen, da in meiner Kindheit viel schlechte Erfahrungen gemacht habe. Oh je. Meine Lehrerin hat mich dann bei den Proben von der ganzen Klasse so angeschrien, wie dumm ich sei. Oh mein Gott, wie assi. Warum ich das nicht kann und warum ich mir die Rolle überhaupt ausgesucht habe. Am nächsten Tag hatte ich so Angst vor den Proben, dass ich nach Hause wollte. Mein Lehrer hat mir das dann verweigert, da ich ja nicht todkrank bin. Mir ging es sichtlich schlecht, habe geweint und gezittert. Ich musste dann noch den ganzen Tag bleiben und mein Lehrer meinte am Ende nur so, dir geht es ja jetzt sichtlich besser. Es ging mir nicht besser. Ich kann auch lachen, wenn es mir scheiße geht, aber das hat er nicht verstanden. Wenn nach voll abgerutscht, mir ging es die ganze Woche lang schlecht. Oh. Junge, das ist, Schule, Alter, Lehrer. Oh, voll das Traumatische. Wie nennt man das nochmal? Pädagogik? Noch vor einmal Pädagogik. Ja, ach. Das fehlt den meisten tatsächlich, ja. Die meisten können dann halt ihr Fach unterrichten, mehr oder weniger, aber vergessen die Menschen dahinter mal voll. Okay, wir waren damals noch in der Grundschule und hatten Sportunterricht. Aus irgendeinem Grund hatten wir so große bunte Stangen, mit denen wir Turnübungen machen sollten. Wir dachten, es wäre lustig, wenn wir mit den Stangen kämpfen würden. Safe, habe ich immer gemacht. In einem unglücklichen Moment schlug ich meiner besten Freundin aus Versehen eine blutige Nase. Wir guckten uns nur kurz entsetzt an, dann holte sie aus und verpasste mir ebenfalls eine blutige Nase. Und ich und meine beste Freundin haben die Situation als fair geregelt angesehen und sind bis heute unzertrennlich. Unsere Lehrer und Eltern waren von der Situation weniger begeistert. Ey, ganz ausgetragen, faires Match ausgetragen. Was soll man dazu sagen? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hä? Einmal beides. Beide. Das. Vor allem das Ding ist, du musst auch zum Lehrer gehen, dann fragen die auch, was ist passiert, dass ihr beide eine Nase habt. Dann sagt man sich aus Versehen. Und dann habe ich halt nochmal mit Absicht ihm auch nochmal eine reingehauen. Ja, voll, das passt. Aber gut, das ist auch so ein Grundschulding. Alter, okay. Aber schon hart auf jeden Fall. Krass. Als ich in der 6. Klasse war, kam eine neue Schülerin in unsere Klasse. Bereits im ersten Halbjahr hatte sie 4 bis 5 Verweise bekommen. Im zweiten Halbjahr wurde sie dann in eine andere Klasse versetzt, weil sie Streit mit einer Mitschülerin hatte und ihr etwas gedroht hat. Ich erinnere mich jedoch nicht mehr, womit sie gedroht hat. Kurz nach ihrem Wechsel haben sie sich jedoch wieder verstanden. Es gab auch das Gerücht, dass sie an ihrer alten Schule jemand aus der Parallelklasse mit einem Messer in die Hand gestochen hätte, weil sie genervt von ihr war. Entspannt! What? Chillig! Junge, was geht aber da ab? Aber ich glaube, fast jeder hatte eine Person in seiner Klasse oder Parallelklasse, die so unnormal Aggressionsprobleme hatte. Ja, safe. Safe. Ja, voll traurig, das haben die im Haushalt so mitbekommen und dann machen die es auch weiter. Das ist schon heftig, ey. Ich hatte einen in meiner Klasse, der hatte das nicht von zu Hause. Der ist in einer richtigen Allmann-Familie aufgewachsen und soweit wie wir das mitbekommen haben, war alles gut zu Hause. Aber der hat so krass im Sportunterricht Aggressionsprobleme gehabt. Immer wenn er verloren hat, wurde er so richtig rot im Gesicht und war richtig so. Oh mein Gott. War ganz schlimm. Ganz schlimm. Der hat niemanden geschlagen, doch. Der hat mich mal mit dem Klotz abgeworfen. Nein. Kennst du diese Klötze, diese großen aus so Schaumstoff? Ja, safe. Der hat mir den mal so an den Kopf gehauen, dass ich Kopfschmerzen hatte und abgeholt werden musste. Oh Mann. Ja. Ja, komplettes Problemkind, Alter. Ey, voll viele Sportunterrichtssachen. Sportunterricht kriege immer das Schlimmste ab. Sportunterricht vorbei, ich laufe zu meinem Klassenraum, mache die Tür auf und die ganze Decke liegt auf dem Boden und auf den Tischen. Weiß bis heute nicht, wie das passiert Gott. Ist. Zum Glück war niemand drin. Stell mir so oft vor, was wäre, wenn ein paar Stunden später gewesen. Alter! Legit. Alter, was? Das ist crazy. Legit. Ja, das ist wirklich so. Ist früher geil? Schon, auf jeden Fall. Aber ja doch, fand's schon geil. Ja, ich glaube, da haben sich viele gefreut, wenn die Turnhalle kaputt war und da erstmal kein Sport ist. Nee, aber ich hatte ultra Angst vor Schwimmen. Also ich bin richtig froh gewesen, dass unsere Schwimmhalle immer renoviert wurde. Weil ich war damals ein bisschen dicker, so mit 11, 12. Und ich wollte nicht, dass die Leute meinen Körper so dick sehen. Same struggle. Ich fand Schwimmunterricht ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe immer gesagt, ich habe meine Tage. Ja. Und dass es nicht gezogen ist, habe ich super oft gesagt, oh Mann, jetzt habe ich meine Schwimmsachen vergessen und alles. Ich fand Sportunterricht geil, aber das Umziehen zum Sportunterricht war der Horror immer. Echt? Auch so, obwohl nur Mädchen dabei in der Kabine waren und so? Ja, immer in die Ecke und immer den hier gemacht. Wirklich? T-Shirt schon aufs Knie gelegt. Damit du schnell machen kannst, dann immer so.
Ey, wir Jungs haben uns das ganz anders vorgestellt, wie das bei den Girls abging. Also bei ein paar war es auch anders, weil wenn du halt insecure mit deinem Körper warst zu der Zeit, okay, dann war halt schlimm. Safe. Dann war halt immer unangenehm. War es das gleiche wie bei Jungs. Aber das war. Aber eine Sache hat sich unterschieden von der Jungskabine, und zwar nach dem Sportunterricht hat diese ganze Kabine, da ist so eine Wolke von Axe-Deodorant aus dieser Kabine gekommen. Ja, und bei uns war es halt Nivea Soft Cotton. Als ob das jetzt. Oder keine Ahnung. Dieses Vanilla-Spray von irgendwie. Wie nennt man das? Wie heißen diese ganzen Girly-Läden da, wo du keine Luft bekommen hast und in den Laden gegangen bist und nichts gesehen hast, weil es so dunkel war. Oh mein Gott. Hollister. Ja, Hollister. Junge. Ey, wir hatten auch so ganz weird, wir hatten so ein Mädchen und das war so, keine Ahnung, 10. Klasse, 9., 10. Klasse, Pubertät schon fertig und so. Und wir hatten halt Duschen zwischen der Jungs- und Mädchenkabine. Also es war so Jungskabine, Dusche, Gemeinschaft. Und dann ein Mädchen. Oh, und die ist einfach nach jeder Sportstunde, hat die da geduscht. Was? Also die hat da gar keinen Fick drauf gegeben. Die ist einfach reingegangen, da wo auch die ganzen Jungs dann drin standen und sowas, hat einfach geduscht. Nackt. Komplett ungewöhnlich. Haben doch alle draufgegeiert mit 15. Weiß ich nicht. Safe Call. Ich bin immer direkt zum Unterricht natürlich gegangen. Natürlich, klar. Keine Ahnung. Selbstverständlich, so wie es gehört, nie. Okay. In der Grundschule hat sich mein Sitznachbar den Verschluss seiner Tintenpatrone in die Nase gesteckt. Schön. Daraufhin meinte unser Lehrer, er sollte das andere Nase noch zuhalten und kräftig ausatmen. Ende der Geschichte, der Deckel ist mitsamt des ganzen restlichen Naseninhalts in meinem Heft gelandet. Das Heft besitze ich bis heute. Warum? So verkrustete Popel und so mit Tinte. Wie soll das verhalten? Ey, what? Aber hast du auch immer diese kleinen weißen Kugeln aus den Patronen gesammelt? Ja. Das war so geil. Ich hatte sogar so ein kleines Glas dafür. Und ich habe die dann immer da drin gesammelt, habe die noch abgewaschen und so. Das war das Geilste. Ich weiß noch. Ich hatte dann mal so eine leere Füllerpatrone. Und dann kennst du diese Stecknadeln, die am Ende so einen so eine bunte Kugel dran haben? Die habe ich dann alle so reingesteckt und habe gesagt, das wäre ein kleiner Blumenstrauß. Und meine Mutter hat damals gesagt, wow, Antonia, das ist so originell. Und ich habe es gar nicht verstanden. Und ich meinte so zu ihr, was für original? Wieso, natürlich, das hat es noch niemand vorher gemacht. Oder so, wieso original? Und sie so, nein, originell. Ich so, was heißt das? Erklär, was heißt das? Ich habe gar nicht gerafft, Grundschule. Und ich weiß auch, ich habe dann auch diese Kugeln gesammelt und meine beste Freundin in der Grundschule hat das auch gemacht, aber dann hat sich irgendwann rausgestellt, weil die hat irgendwann viel mehr als ich. Und ich weiß, warum hast du so viele? Und dann hat sich rausgefunden, die hat einfach gecheatet. Kennst du das, wenn du Schuhe kaufst und dann ist da dieses kleine Paket drin, wo so kleine Kugeln drin sind? Nein, damit dieses kleine Feuchtigkeit saugen soll, das hat die benutzt? Ja. Ja, das hat die aufgemacht und hat so getan, aber das siehst du, weil die sind nicht so richtig rund. Das die haben ein bisschen unfair. Andere Form. Okay. Er hat richtig gecheatet, hat versucht, mich auszutricksen. Ich habe aber auch mal gecheatet. Ich habe einfach mal irgendwann, als ich so ich wollte wirklich dieses Glas füllen, dann habe ich einfach Patronen aufgeschnitten hinten, die noch voll waren. Das ist dieselbe Dedication, wie dass ich dachte, dass ich große Künstlerin werde. Und ich habe alle meine Stifte genommen, habe die dann so vorne abgebrochen. Da habe ich quasi so die Buntstifte. Und dann wollte ich mit diesen Spitzen vorne, wollte ich so Bilder machen. Ich dachte auch, ich bin neue Picasso, wirklich. Dann war meine Mutter richtig sauer, weil sie war so, oh mein Gott, Antonia, weißt du, wie teuer diese Stifte sind? Du kriegst jetzt keine neuen. War richtig sauer. Geil. Zu Recht, das ist auch übelste Verschwendung. Aber ich dachte, ich bin der neue Picasso hier. Wir waren in der 7. Klasse am Gymnasium. Wir hatten diesen einen typischen Hasslehrer und einen Klassenkamerad. Und er hatte sich Real Rap bis auf den Tod gehasst. Dann kam es so weit, dass diese Klassenkamerad in der Pause von der nächsten Stunde bei dem Lehrer einfach auf entspannt in seine Pultschublade geschissen hat. Als der Lehrer dann noch das Klassenbuch draufholen wollte, begrüßte ihn die Kacke. Moin! Oh mein Gott! Und er ist zum Waschbecken gerannt und hat gekotzt. Die ganze Klasse musste lachen und danach dann wurde dann jeder Elternteil der Klasse zu einer Konferenz rangeholt. Das Ende vom Lied war, dass der Lehrer die Schule wechselte und der Dude Legendenstatus an der Schule hatte, wir jedoch niemals jemanden verraten haben. Es war crazy! Crazy. Oh, das ist wirklich krass. Also wenn das real ist, real story, ist es sehr krass. Boah, das hätte ich nicht getraut, ein bisschen, Alter. Ich verstehe auch, dass er ein bisschen Legendenstatus hat, aber das ist auch krass, eine krasse Dedication in der 7. Klasse zu entscheiden. Ich mache jetzt eine Aktion, mit der ich bis zur 12. Klasse mit Sicherheit keine Freundin bekommen werde, weißt du? Ja, voll, weil nach dieser Aktion kannst du vergessen. Vor allen Dingen, irgendjemand muss diese Scheiße ja weggemacht haben. Irgendjemand muss diese Scheiße da weggemacht haben. Das wurde einfach weggeworfen, wahrscheinlich das Klassenbuch, oder? Pultschublade, ist ja, musst du ja komplett aus... Irgendwer musste das sauber machen, ja. Das ist schon hart. Ja, ist schon hart. In der 6. Klasse hat einer aus meiner Klasse einen Freund von ihm aus Rache in die Apfelsaftschorle gepinkelt.
Er würde dann beim Lehrer verletzt. Verpetzt wahrscheinlich, aber der Lehrer hat ihn nicht geklaut. Junge, das kann nicht so richtig. Er wurde dann beim Lehrer verpetzt, aber der Lehrer hat ihm nicht geglaubt und aus Beweis einen Schluck getrunken. Niemals. Ah, nee, also das Ding ist, wenn man schon so schreibt, dann ist da schon viel Cap dran. Ja. In der 6. Klasse, war es gestern oder das wie? Das ist letzte Woche passiert. Ja. Ist das geil. Unser Lateinlehrer in der 8. Klasse war besonders. Jeder hat besondere Lateinlehrer gehabt. Es gibt keinen normalen Lateinlehrer. Er hatte nämlich eine sehr besondere Vorliebe für Wein. Okay. So war es einmal auch, dass er, nachdem ich wieder eine 6 im Vokabeltest geschrieben hatte, meine Mutter angerufen. Anstelle, dass er ihr sagte, dass meine Noten nicht so gut sind, gab es nur Lob. Ihr Kind ist so gut im Unterricht. Meine Mutter konnte den Alkohol durch das Telefon riechen. Der Knüller war, als er betrunken im Unterricht war. Ich hatte leider das Pech, dass ich geschwänzt habe, aber von Erzählung weiß ich, dass er komplett rot im Gesicht war. Seine Sprache laggt und die allgemeine Aggressivität höher war. Zum Glück ist nichts passiert. Im nächsten Schuljahr war er dann nicht mehr da, Strange. Digga, wie ist dieser Text geschrieben? Es passiert ganz selten mal. Ja, ganz... Man hat es zum Glück noch halbwegs verstanden. Es gibt selten, aber ab und zu, dass ein Lehrer einfach gone ist. Ja. Hast du das mal bei dir in der Schule, dass ein Lehrer gegangen ist? Ja. Was ist da passiert? Ich glaube, da in diesem, es ist ja sowieso, man weiß ja auch nie, was im Lehrerzimmer passiert. Ne? Ja. Es ist ein sehr mysteriöser Ort. Und ich glaube, dass es eigentlich ein Kult ist. Und wenn ein bestimmter Lehrer ein Opfer zu dem Kult nicht beiträgt oder es verschiedene Glaubensansätze an Dämonen oder unterschiedliche Arten von Lebewesen aus der Hölle gibt und da stimmt was nicht überein oder ist ein Kampf zwischen Lehrern oder sowas, dann werden die gekickt. Ja. Aber ey, mein Lateinlehrer hat mich nicht angerufen, wenn ich eine 6 hatte. Das war viel schlimmer. Mein Lateinlehrer hat zu Hause angerufen, wenn es eine 3- war. Oh, wow. Ja. Und warst du so gut in Latein, oder wie? Naja, offensichtlich. Also, er hatte angerufen, weil ich schlecht war halt, ne? Er hat von jedem erwartet, dass wir eine 1 oder eine 2 haben. Ach so, bei jedem angerufen, wenn es mal eine 3 wurde. Ja, ja, genau. Ja, und er hat dann auch mit meiner Mutter zusammen, also ja, ne, Niklas hat folgendes Problem. Die und die Vokabel falsch. Und meine Mutter steht da so, was soll ich damit anfangen, so? aber ich habe trotzdem bei dem Lehrer habe ich trotzdem mein Latinum geschafft. Und der ist auch mit uns nach Rom gefahren und so. Richtig insane. Wir hatten einmal eine Lehrerin, die sollte mit uns, ich glaube Französisch sollte die mit uns machen. Ich glaube, es war unsere neue Französischlehrerin oder Spanisch. Auf jeden Fall mit eins der beiden sollte sie mit uns eigentlich machen. Und dann kam sie mit uns rein und hat mit uns Italienisch gemacht. Aber wir konnten alle kein Italienisch. Also wir hatten alle nicht das Fach Italienisch, sondern wir hatten alle das Fach Französisch. Und dann hat die halt angefangen, die kam halt bei uns ins Klassenzimmer, aber nicht alleine, sondern das hat man ja manchmal, dass so der Rektor noch mitkommt und so eine andere Lehrerin, die sich so hinten reinsetzen. Und bei der ersten und einzigen Stunde, die wir mit dieser Frau haben, saßen die anderen halt im Hintergrund quasi und haben halt so mitgeguckt. Und die hat halt dann auch immer so Vokabeln an die Wand geschrieben, aber die waren dann Italienisch oder so. Wir waren so, yo, das ist kein Spanisch. Und dann ging es die ganze Zeit her. Wir hatten eine Stunde bei der und wir waren auch so im dritten Jahr Französisch oder so. Also wirklich schon, wir waren schon fortgeschritten. Und die hat halt so eine Ente an die Tafel gemalt und war so, Ente? Und dann so, das ist das italienische Wort. Und wir waren die ganze Zeit so, wir verstehen gar nichts. Und dann hieß es, dass die Frau Basquez jetzt 3 Wochen erstmal krank wäre. Dann hatten wir 3 Wochen auch wirklich fast nur Ausfall. Das war dann immer an dieser Tafel, wo steht, was ausfällt, stand da, dass die krank wäre. Und dann kam die aber auch nie wieder. Das war das einzige Mal, dass ich erlebte, dass ein Lehrer nicht mehr kam, außer dass jemand halt in Rente gegangen ist. Und das war das einzige Mal, die war dann beurlaubt und weg. Das ist krass, das ist eine weirde Story auf jeden Fall. Eine Lehrerin, das war eine Mathelehrerin bei uns. Wir hatten die damals mit so einem großen, kennst du diese großen Geodreiecke? Ja. Man hat ja auch mit dem Kleinen immer so mit dem Lichtspiel so ein bisschen geblendet, weißt du? Und wir haben die einmal mit diesem großen Geodreieck geblendet, mit diesem Riesen. Und das war richtig so Flashlight, Alter. Und dann ist sie halt heulend rausgegangen und dann ist sie auch nicht mehr wiedergekommen. Oh nein. Sie hat geweint. Ja, hat geweint. Oh nein. Ein richtigen Scheißtag. Ja, und dann kommen da irgendwelche Cakes mit so einem riesen Geodreieck und blenden da rum, Mann. Oh, shit. Ich mach das manchmal mit Absicht im Flieger. Weil das passiert doch, wenn du im Flieger bist. Und dann, wenn du eine Uhr an hast oder so, dann macht die auch so Licht. Und manchmal gucke ich so, wie weit ich nach vorne gehen kann. ob ich irgendwen treffen kann damit oder so. Das ist auch lustig. Und dieser Pilot vorne. Mayday, Mayday! Tick ich, Alter. Irgendwann passiert's. Scheiße.
Tja, ich mach den Flugmodus nicht rein. Spaß mach ich immer. Hab immer Angst. Ich hatte mein iPad, hatte ich Flugmodus nicht an und das war im Handgepäck oben drin und dann habe ich gesagt, okay, lass ich einfach so. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß immer noch nicht, ob da irgendwas passiert. Ich weiß auch nichts. Warum macht man das eigentlich? Ich weiß noch, ich hatte vor so ein paar Monaten hatte ich richtig, richtig Stress im Flieger, weil unser Flieger Verspätung hatte und dann erst später losgeflogen ist. Und dann saß ich da und ich saß quasi im Gang und hinter mir in der Mitte saß ein älterer Typ, der mich dann angetippt hat und auf Englisch angeschrien hat, "You have to put your phone in flight mode!" Und ich so, und dann habe ich mich umgedreht und hab gesagt so, "Yeah, we're not even flying yet, we're still standing, so I will turn my phone into flight mode, wir machen's." Ich mach's in Flugmodus, sobald wir losfliegen, mach ich's in Flugmodus. Hat er so richtig pissig mich von hinten angeschaut, war so. Dann, wir sind immer noch nicht geflogen, hat er die Stewardess geholt, weil ich immer noch mein Handy nicht im Flugmodus hatte. Doch, die Stewardess geholt und hat gesagt, ja, die Frau hat immer noch ihr Handy. Und dann hab ich erst gemerkt, das ist ein Deutscher, weil er sich bei der Stewardess auf Deutsch beschwert hat. Und dann hat er gesagt, ja, die hat immer noch nicht, blablabla, nehmen Sie ihr das Handy weg, hat er gesagt. Und dann hat die Stewardess auch gesagt, yo, das ist gar nicht mein Aufgabengebiet oder ich habe da gar kein Recht zu ihr, das Handy wegzunehmen. Hat dann zu mir gesagt, ob ich bitte mein Handy in Flugmodus schalten kann. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache mein Handy in den Flugmodus, sobald wir losfahren. Dann hat sie gesagt, okay. Dann ist sie gegangen und dann standen wir nochmal 10 Minuten. Dann hat er mich nochmal so richtig aggressiv an der Schulter wirklich so festgetippt. Ist das gestört? Wenn sie ihr Handy jetzt nicht in Flugmodus machen. Ich war so, wenn sie jetzt nicht leise sind, weil ich darf das hier gerade, wir fliegen nicht. Und sobald wir fliegen, mache ich mein Handy in Flugmodus. Und es hat mich so genervt und so gestresst. Ach du Scheiße. Der hat mich den ganzen Flug dann so sauer angeschaut, wirklich. Was ist los mit solchen Menschen, nervig. Wirklich? Das ist komplett gestört. Ja, auch nicht. Ich wäre voll sauer geworden, ey. Shit. War in der 7. Klasse oder so, habe was Schlechtes zum Frühstück gegessen, mir war in der ersten Stunde ziemlich übel. Irgendwann musste es dann raus. Ich habe es nicht mehr zur Toilette geschafft und natürlich schön auf den Flur gereiert. Ich muss dann alles selber aufwischen. Richtig unangenehm wurde es, als es dann zur Pause geklingelt hat. Bin dann nach Hause gegangen, wurde in der Schule dann erstmal tagelang Kotzi genannt und meine Eltern haben mich gefragt, warum ich nach Hause gegangen bin, weil hier jetzt eh alles raus ist. Oh, der Arme. Oh Mann, Alter, wirklich. Schule ist halt einfach so ein schlimmer Ort für sowas, ey. Ja. Da wird gar keine Rücksicht auf irgendein Mobbing-Ding genommen. Bei uns hat während einer Mathearbeit in der 7. Klasse jemand versucht, unsere Lehrerin mit einem Feuerzeug und einem Deo anzuzünden? Was? Oh mein Gott! Der hat zum Glück das Feuerzeug nicht anbekommen. Ist inzwischen 5 Jahre ja immer noch traumatisch. Hab seitdem übel Angst, in Klausuren vorne zu sitzen, weil ich in der Situation vorne 2 Meter neben gesessen habe. Ist das gestört? Ist das gestört? Das ist komplett gestört. Ich schwöre, das ist komplett gestört. Junge, WTF. Junge, die arme Lehrerin. Oh mein Gott. Die Schüler sind solche Hurensöhne, ich schwöre, alle Menschen müssen einmal durch dieses Jugendalter durch und in diesem Jugendalter ist einfach jeder ein Hurensohn. Ja, das ist niemand so. Korrekt. Ist wirklich so. Okay, in der 7. Klasse sind wir Jungs immer um eine Laterne auf dem Pausenhof drumherum gerannt, beziehungsweise haben uns mit der Hand eingehängt an die Laterne, Klassiker, sind so drumherum gerannt, ja, normal. Eines Tages bin ich drumherum gerannt, er sagt so oft drumherum gerannt. Plötzlich ist die Laterne unten gerissen und wenige Sekunden später komplett umgekippt. Zum Glück hat sich niemand verletzt. Das Gas der Laterne ist komplett gesprungen. Im darauffolgenden Unterricht musste ich ins Sekretariat und wurde wie bei der Polizei verhört. Ich musste dann ein paar Fragen beantworten und einen Zettel ausfüllen. Danach wurde mir gesagt, dass sie mich morgen nochmal aus dem Unterricht ziehen würden, aber ist bis heute nicht passiert. Ich mache jetzt mein Fachabitur, also bin nicht mehr auf der Schule. Bis heute erinnern sich 70% der Schüler an die Laterne, die umgefallen ist. The fuck, Alter. Das ist aber auch eine weirde Story, das habe ich noch nie so gehört. Ich hatte was Ähnliches, aber nicht ganz so dramatisch, als ich im Flughafen letztens war. Du kennst doch diese Abtrenner, die auf dem Boden sind, wo so ein Band ist, dass du da nicht durchgehen kannst. Ja, safe. Und diese Dinger, wo die quasi die Bänder dran sind, die sind nicht fest im Boden. Ja, die sind okay. Mit Magneten quasi. Am Boden ist ein Magnet und die sind magnetisch. Wenn du also dann auf deinem Koffer sitzt und so richtig dich so katapultieren willst. Was man natürlich macht, so. Logisch. Was ich auch nicht gemacht habe oder nein, so. Nein, aber du hast ein Kind gesehen, was es gemacht hat gerade. Richtig, ja? Richtig. Und dann können die umkippen auch. Okay, können tatsächlich umkippen. Hast du die so in der Hand, alle beide. Okay, krass. Gut zu wissen. Als ich in der 10. Klasse war, hatten wir einmal Biounterricht. Und während des Unterrichts kam eine Kuh an das Fenster.
welches offen war und hat ihren Kopf reingehalten. Wir saßen alle wie versteinert da und plötzlich ist die Kuh ausgeflippt. Sie hat den ganzen Schulhof rumgesprungen und wir haben sie später zum Sezieren im Unterricht benutzt. Oh mein Gott. Ich hab's geglaubt. Da oben, I believed it. Okay. Oh mein Gott. Rugard, Mr. Bauer, sie eingefangen hat. Okay, krass. Ey, das sind so richtige Dorfgeschichten. Dann wiederum nicht, weil die waren ja auch alle schockiert, Nick. Also, im Dorf wäre das, glaube ich, normalste Tag. Ja, stimmt. Im Dorf kommen die auch manchmal auf Kühen in die Schule geritten. Eine Lehrerin bei uns in der Schule war schwanger. Das ist immer das komischste der ganzen Gefühle, das komischste der ganzen Welt gewesen, wenn eine Lehrerin random schwanger war. Da sie sehr beliebt bei den Schülern war, haben sich viele gefreut und ihr beglückwünscht. Ah, okay, never mind. Ein paar Monate später kam dann raus, dass ein Kind aus einer Affäre mit unserem Schulleiter stammt. Gerüchte gab es zwar schon über längere Zeit, aber letztendlich hat es der Schulleiter selbst geleakt, indem er versehentlich eine Mail mit pikanten Details an die Lehrerin, die an die Lehrerin gehen sollte, an einen kompletten Jahrgang verschickt hatte. Ja, oh Paulanergarten. Mein Gott, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sie sind mittlerweile seit circa einem halben Jahr verheiratet und erwarten ein zweites Kind. Ich selbst bin mit ihnen mal in der Stadt begegnet, wollte am liebsten im Erdboden versinken. Also dass sie dann zusammen, also, aber die E-Mail mit den pikanten Sachen, das ist unrealistisch. Ja, das ist unrealistisch, aber sowas kann passieren. Es ist mal eine richtig schlimme Sache bei uns im Unterricht passiert. Das habe ich auch irgendwie noch nicht richtig verarbeitet. Wir hatten so einen Physiklehrer und das war halt immer ein Dulli. Also es war richtig so ein Dulli-Lehrer einfach. Der konnte sich nie durchsetzen und so. Der war einfach richtiger NPC. Und der hat dann halt wie jeden Tag irgendwie, der hat dann immer seine PowerPoint-Präsentation. Kannst ja irgendwelche Internetseiten als PowerPoint und so machen, ne? Sachen kopieren und dann auf Folie. Und da hat er uns halt eine Aufgabe kopiert und er hatte die aber aus dem Internet. Und oben waren halt seine Taskleiste und da waren noch Tabs offen. Und das waren teilweise so Porn-Site-Namen, wo dann draufsteht, sowas wie 13-year-old und sowas. Ja. Nicht wirklich. Ja, und das Ding ist, die Zettel hat er auch noch an jeden ausgeteilt vorher. Das heißt, jeder hatte in der Hand, wo diese Taskleiste oben war. Ist kein Paulaner-Chat, ist kein Paulaner, ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Ja. Hätte man so melden können. Haben wir. Also es wurde genannt. Es ist dann auch passiert und so. Also ist er da auch gegangen? Ja, oder wie? Ja, der ist gegangen. Aber das hat natürlich erstmal gedauert. Ne? Der war am nächsten Tag trotzdem noch im Unterricht. Wir hatten den auch noch weiter, weil das musste erstmal alles gecheckt werden und so weiter. Dass dem nicht aufgefallen ist. What the fuck? Krass. Also ich bin sehr tollpatschig und habe einmal mit meinen Freunden Fangen gespielt. Zweite Klasse. Ich bin dann hingefallen, habe mir 3 Zähne abgebrochen. Oder kennen wir noch jemanden? Oh mein Gott, Horror. Und die Stunde danach war Schwimmen. Bei Schwimmen. Meine Mutter hat im Kindergarten neben dem Schwimmbad gearbeitet und die hätten mich easy damit hinnehmen können. Und dann hätten wir es noch rechtzeitig zum Zahnarzt geschafft. Naja, haben wir nicht. Und dann musste meine Mutter mich abholen. Wir sind in die Zahnklinik gefahren. War kind of cool an der Decke, war ein Fernseher und da lief Madagaskar. Gutes, wichtiges Detail. Und haben meine Zähne abgeschliffen. Und dann mussten wir am nächsten Tag zum Zahnarzt und haben wir dann auch so Kronen bekommen. Ja, und so circa 3 Wochen später hatte ich dann Wurzelzahnbehandlung, war gar nicht gruselig oder so. Die ganzen Sachen waren nur für Erwachsene ausgerichtet in den 9 Jahren und die brechen jetzt immer noch regelmäßig ab. Aber sonst geht's mir gut. Es ist so random, Mann. Digga. Es ist so random. Das ist so eine random, das hat gar nichts mit Schule zu tun. Sie ist einfach so for free Madagaskar geguckt für 3 Zähne. Es ist irgendwo worth. Immerhin, ja. Das stimmt. Wir haben zum neuen Schuljahr eine neue Klassenlehrerin bekommen. Sie ist neu in unserer Schule. Im Unterricht versuchte sie uns zu therapieren. Man merkte das, da sie die ganze Zeit fragt, wie das Leben in unseren Familien ist und auch einzelne Personen nach dem Unterricht auf ihr Leben anspricht. Mittlerweile wissen wir, dass sie an ihrer Schule Schulpsychologin war und daher kommt das. Ist halt mies komisch, wenn man die Schüler therapiert im Unterricht, hashtag Scheißleben. Besser als, dass sie die ganze Zeit komplett drauf scheißt. Also ich finde lieber einmal zu viel fragen, ob alles okay zu Hause ist, als I guess gar nicht und dann ist irgendwas komplett ranzig. Das stimmt, ja. Boah, ich finde aber so, ein richtig guter Schulpsychologe oder Psychologin oder mindestens 2 sollten wirklich an jeder Schule vorhanden sein. Und es muss irgendwie so eine anonyme Anlaufstelle für Schüler geben. Ich weiß auch nicht, wieso, es gab es bei uns, aber es wäre mir nie in den Kopf gefallen, egal wie schlimm es wäre, dass ich da hingegangen wäre. Das war immer eine Sache, die so als peinlich oder so weird gesehen wurde. Man hat das Gefühl, dass es nicht wäre, um mit der zu reden, sondern dass man da hingeht und dann würde die es den Eltern sagen oder so. Bisschen so, ja. Und ich weiß gar nicht, irgendwie
nimmt man so eine Hilfe nicht in Anspruch. Ich finde es voll schade. Ich habe in der 8. Klasse in Hauswirtschaft einen Klassenkameraden mit Mehl abgeworfen. Daraufhin hat die ganze ich Klasse kann mitgemacht. Mehl! Ach du Scheiße. Ja. Die ganze Klasse mitgemacht, aber anscheinend waren wir sehr laut. Denn unser Klassenlehrer, der mit den anderen Klassen unterrichtet hatte, kam rein. In dem Moment habe ich aus Reflex ihn mit Mehl abgeworfen. Er hat gelacht und mitgemacht. Das ist so Cap. Das kann ich mir nicht vorstellen. Als ob dann so eine lustige Mehlschlacht in diesem ganzen Klassenzimmer stattfindet. Hä? Ja, aber stell dir jetzt mal vor, du bist jemand, der normal... Du kannst dir nicht bei einem Lehrer vorstellen, aber stell dir vor, du gehst selber in den Raum, wirst mit Mehl abgeworfen und die andere Person guckt dich so an, so... Und du merkst richtig, die wollte das gerade nicht und hat dich verwechselt. Dann wird man schon lachen, glaube ich, oder? Ja. Ich meine, es ist nur Mehl. Come on. Ja. Ja, weiß ich nicht. Wurde doch nie mit Mehl abgeworfen, Alter. Ich glaube, bei Lehrern hat man immer jemanden vor Kopf, der, ja. Das ist wirklich so ein Highschool-Musical-Szenario, Alter. Ja, ja, so ein Film. So, ne? Und dann fängt der Song an. Ja. So. Wir haben so Spaß. Schule ist toll, wir lieben unsere Lehrer. Erstmal morgen geht's zum Prom. Okay, einmal in der Grundschule hatte eine Klassenkameradin irgendwas zu Hause vergessen und ihr Vater wollte es ihr dann bringen und musste dafür bei der Schule klingeln, dachte aber, der Notfallknopf bei Feueralarm sei die Klingel. Fazit, wir standen dann random vor der Schule an einem Feld rum und die Feuerwehr ist gekommen. Aber wie kann man nicht raffen, dass der wahrscheinlich rote Notfallknopf, auf dem wahrscheinlich noch Alarm steht, nicht die Klingel ist? Vielleicht muss der Vater nochmal in die Schule. So geil, wirklich, diese ganze Scheiße. Es kam bestimmt 5-mal im Jahr diese Feuerwehr, diese gute Feuerwehr, die ja eigentlich einen Job gut macht, aber die musste jedes Mal umsonst kommen, weil da einfach irgendwo getrollt wurde in der Schule. Jedes Mal. Ja, ist true. Arme Feuerwehr. Wow, das Chat. Das ist leider Schleimer. Sieht ihr heute, Chat sieht heute aber gut aus. Damals 9 Jahre alt. Damals hatten wir Hausschuhe für die Grundschule. Als wir vom Sportunterricht zurückkamen, ist mir aufgefallen, dass meine Hausschuhe gefehlt hatten. Oh oh. Kurze Zeit später fand ich einen der beiden im WC in der Kloschüssel wieder. Ja. Oh nein. Der andere wurde kurze Zeit später im Sportball meines besten Freundes gefunden. Was? Der Betrayal Arc. Wer dafür verantwortlich war, blieb ein paar Tage ungeklärt, bis die Schulleitung sich einschaltete und mit ihren Kontakten zur Polizei drohte. Der Schuldige hat sich kurze Zeit später bei mir gemeldet und die Geschichte mit einer Sache aus dem Kindergarten begründet. Oh mein Gott. An die ich mich damals schon nicht erinnern konnte. Bro, das ist so eine Detektiv-Conan-Folge, Alter. Krank. Ich schwöre, er hat einfach seinen Villain-Arc geplant. Voll. Und der andere Person wusste nicht mal mehr, wer er ist, wahrscheinlich. Ey, krass. Der böse Revenge-Arc. Aber ich finde es auch krass, dass die Lehrer in der Schule einfach mit den Kontakten zur Polizei gedroht haben. Das ist voll der es hat funktioniert, dass er gesteht, aber es ist voll der psychische Druck für so einen armen Schüler, der so gar nicht rafft, was gerade abgeht. Ja, eigentlich, das ist schon voll übertrieben eigentlich, aber. Ja. Sie haben es rausgefunden. Jetzt weiß er, wer es war. Also wir hatten einen Jungen in der Klasse, der hat oft unangenehm gerochen und an dem Tag war es schon extrem. Wir hatten Englischunterricht und dann kam die Lehrerin rein. Nochmal so am Rande, er saß in der ersten Reihe. Die Lehrerin hat es natürlich gerochen und hat ihm erstmal von der ganzen Klasse gesagt, dass er unangenehm riecht und dann Duftkerzen ausgepackt und mit Duftspray rumgesprüht. Sie hat sich dann auch woanders hingestellt und gesagt, nein, das halte ich hier nicht aus. Am Ende hat sie ihm noch vor der Klasse einen Vortrag gehalten, dass man auch die Klamotten wechseln müsse nach dem Duschen. Ist nicht lustig, aber trotzdem ein WTF-Moment. Ja, das ist ein klassischer WTF-Moment. 100%. Der arme Junge musste bis zur 12. Klasse sich das wahrscheinlich anhören. Das ist vor allem so asozial, weil in der Pubertät man auch manchmal nichts machen kann. Ja, manchmal nichts machen. Aber trotzdem, wie vermittelt man sowas korrekt? Auf jeden Fall nicht vor der Klasse. Nein, klar, gar nicht. Aber also als Lehrerin so den Schüler so raus und sagen, hey, hier, ich habe ein D&Deo und bam, so, nimm das mal. Oder? Ja. Ja. Ist trotzdem also unangenehm, ne? Also so Duftkerzen und Duftspray, das ist schon so Peak-Mobbing-Shit. Das ist schon wirklich Peak-Mobbing. Es hätte auch was sein können, was so die asozialen Leute in der Klasse irgendwie so machen, weißt du, dass sie es dann so dahinstellen. Ja. Assi. Bei uns in der Schule hat mal ein Fünftklässler den Schuh von einem anderen Fünftklässler aus dem Fenster geworfen. Der ist dann ausgerastet, dass er so eine spitze Schere genommen hat und die komplett durch die Hand von dem anderen Fünftklässler gestochen hat. Es gibt auch noch ganz viele andere Storys, wo zum Beispiel Leute in den Mülleimer gekackt haben. Bin 10-Klässler und bin schockiert, wie schlimm die 5-Klässler mittlerweile sind. Alter.
Junge, das sind Mordversuche. Teilweise. Die Jungs aus meiner Klasse haben damals am Jungs-Crew ein Harlem-Shake-Video gedreht. Im Hintergrund waren auch welche am Pissoir zu sehen. Der Direktor hat das ziemlich schnell rausgefunden. Als Konsequenz durfte die gesamte Klasse in der Pause nicht mehr aus dem Klassenzimmer für einen Monat. Boah, Junge, Harlem-Shake war krasse Zeit. Da war ich auch noch in der Schule, glaube ich. Safe. Wann war das denn? Arschkin. Wann war Harlem Shake, Chat? In welchem Jahr? Du Harlem Shake. Du. 2015? 2012, ja. Da war ich noch lange. Ich war 2015, habe ich erst Abi gemacht. Also 2012. Du hast 2015 Abi gemacht? Ja, du? 2018. Oh, okay. 2012 war ich dann auch. Ich glaube, wo ist man denn mit 12? In der 6. Klasse? Ja. Das war krass. Da war ich noch zu jung. Für Harlem Shake war ich zu jung, um da mitzumachen als Trend zumindest. Aber ich kann es natürlich. Ich habe es natürlich alle Videos natürlich gesehen. Aber selber getraut nicht. Habe ich auf Facebook hochgeladen. Wie die Ice Bucket Challenge. Yeah. Oh, cool. Hast du die gemacht? Ja, habe ich gemacht. Aber ich habe halt gesagt, so, ich war dann wieder der Main Character. Habe am Ende gesagt, ich verlinke aber niemanden, weil ich möchte, dass diese Kette hier unterbrochen wird und auch für den anderen Spenden die Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn es gibt auch Tiere da draußen, die brauchen eure Hilfe. Natürlich. Der Main Character hat gesprochen. Aber Leute, habt ihr schon mal nachgedacht darüber, dass dieser Trend hier gerade viel für die falsche Aufmerksamkeit genutzt wird, Leute? Ja, wirklich. Ich habe mir zwar die Blöße gegeben und mir ein paar Eiswürfel in den Kopf laufen lassen, aber ab hier Schluss. Es gab eine Person an unserer Schule, die den Spiegel von der einen Jungstoilette abgenommen hat und auf eine Toilette gelegt hat und dann darauf gepinkelt hat. Danach war die Jungstoilette in den Pausen für die nächsten 3 Wochen gesperrt. Hä, was, warum? Ich check den Sinn dahinter nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht hatte der so ein, wollte der sich selber beim Pissen zusehen. Könntest du ja auch so, wenn der Spiegel einfach, also müsstest du ja nicht auf den Spiegel drauf pissen für. Irgendeiner schreibt gerade in den Chat, meine alte Schule einfach. Ey, entspannt. Na okay, krass. Ich wie 18 hatte früher in der 8. Klasse mich mit einem Mitschüler gestritten. Es ist eskaliert und sie hatte mir ein Atlas an den Kopf geworfen. Ey! Fuck. Ich daraufhin musste dann ins Krankenhaus mit einer Platzwunde am Kopf. Sie hat sich bis heute nie entschuldigt. Der Streit ging, by the way, einfach nur um einen Stift. Ist Atlas dieser Globus? Ja. Ach du Scheiße. Das wäre aber, ich habe hier so ein Cartoon-Bild im Kopf, dass der dann so auf einmal auf diesem Kopf so steckt. Shirley, die macht TikTok, vielleicht kennst du die? Ja. Die hat hier eine so große Wunde am Kopf, weil einer von ihren Geschwistern ihr mal einen Löffel ins Gesicht geworfen hat, der stecken geblieben ist. Wie stecken geblieben? Der hat so einen Löffel in ihrem Kopf gesteckt. Und dann musste sie auch da genäht werden, glaube ich. Auf jeden Fall hat die bis heute noch eine Narbe und da war die irgendwie so ein Kind. Ach du Scheiße. Ja, ich habe auch voll viele Narben auf der Stirn, weil ich damals so gegen so eine Umkleidekabine geschubst mal, da so bam. Dann hatte ich hier Platzwunden gehabt, 3 Stück, weil ich die Treppe runtergefallen bin als Dreijähriger. Ich wurde mit so 9 Stichen genäht und so am Kopf. Was? Ja, das, ich habe nur eine hier an der Lippe, hier drüben, vom Fahrradunfall, den ich meinte. Die ist zwar auch so groß, aber die ist noch okay. Und dann habe ich nur noch irgendwo eine Narbe von den Windpocken. Ah, okay, weil man irgendwie gepult hat oder gekratzt oder so, ne? Anscheinend, ja. Anscheinend. Das, ich glaube, das ist voll oft sowas. Atlas ist übrigens das dicke Erdkundebuch anscheinend. Ja, dieses fette Buch. Okay, check. Wo es der Albtraum war, den mitzuschleppen immer. Alter, irgendwann haben wir das gesagt, dass wir das im Kollektiv im Klassenraum lassen. Ja, wir haben es auch im Klassenraum gelassen. Ich, weiblich 16, damals hatte in der 10. Klasse einen Geschichtslehrer, der mich so auf dem Kika gehabt. Digga, das war das Schlimmste. Das war wirklich schlimm. In seinem Unterricht wurde man ermahnt und bei der 3. Ermahnung kam man zur Strafarbeit. Ich habe halt immer viel mit Freunden geredet, aber irgendwie nicht mehr als andere. Trotz allem kam es irgendwann zur 3. Ermahnung. Meine Freundin ist damals richtig für mich eingestanden und fragte, warum ich denn immer nur ermahnt werde. Immer nur ich ermahnt werde. Ein paar andere meinten, ach, bei dem Lehrer musst du die Strafarbeit nicht machen, da es eh immer vergisst. Naja, er hat bei mir natürlich nicht vergessen und ich musste kurz vorm Unterricht die noch schnell legen. Als sie dann gab, schaute er das Blatt an und zerriss es vor meinen Augen. Der Typ hatte wirklich was gegen, ey, das ist so schlimm. Dieses ganze Ding mit Lehrern, die so kranke Probleme haben und das an Schülern auslassen. Aber ich frage mich, wie das passieren kann. Du bist ein erwachsener Mensch, der so einen Hass auf so einen 15-Jährigen hat. Ja, du musst dir einfach eingestehen, du machst da wirklich gerade einen falschen Job. Kündige, fang irgendwo anders an und dann arbeite nicht mit Menschen. Aber das ist doch einfach,
Ich check sowas nicht. Aber eine Person, die Bock hat, jemanden zu mobben. Es gibt auch so viele Lehrer, die rassistisch sind und die mögen das ausländische Kind in der Klasse nicht. Es gibt voll viele Leute, die sexistisch sind und die mögen dann zum Beispiel die Girls oder die Jungs nicht. Es gibt so... Oh mein Gott, wir hatten auch so einen sexistischen Lehrer. Ich schwör, der hat auch immer der hat immer auch Kommentare zu Outfits gemacht und ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Ich durfte keine Cap im Unterricht aufhaben, das war immer mein Schlimmstes. Ich wollte immer Cap tragen im Unterricht. Wieso darf man das eigentlich nicht? Wieso sollte man das nicht? Das ist einfach, das legit einfach, weil Lehrer so ihre eigenen Regeln haben wollen. Die so ihre menschlichen Ideale versuchen sie in ihrer Klasse heranwachsen zu lassen. Und dann entscheiden die einfach so Sachen. So, ja, das darfst du nicht und nicht mehr trinken, du darfst nichts essen. Nein, du darfst nicht auf Toilette gehen. Einfach so, ohne Reason. Ich, wie 15, habe in der 6. mal in Englisch gespickt und aus Versehen meinen Spicker hinten in diesem Heft liegen lassen. Meine Englischlehrerin hat den Spicker dann beim Korrigieren entdeckt. Oh mein Gott, ich hatte anstatt eine 1- eine 5+, weil alles, was auf dem Spicker stand, nicht bewertet wurde. Moral der Geschichte, ich spicke immer noch ab und zu, aber bessere Methoden. Oh mein Gott. Ja. Das war auch... Aber wie doof, auch den Spicker im Heft hinten liegen zu lassen. Ja, das ist aber vielen passiert. Das ist auch immer einem aus meiner Klasse passiert und der hat so angefangen, Panik zu bekommen. Dann habe ich ihm gesagt, okay, Bro, du hast verkackt. Entweder gesteht dir das ein oder du versuchst es mit der letzten Chance. Und er meinte, Nickbit, welche letzte Chance? Ich so, sag, du hast dein Geodreieck in diesem Heft vergessen. Und dass du es kurz holen musst. Und in dieser Zeit nimmst du das Geodreieck aus deiner Tasche, legst es ins Heft rein und holst den Spicker in der gleichen Zeit raus, während der Lehrer das nicht sieht. Er hat es nicht geschafft und er ist direkt aufgefallen. Oh nein. Oh no. War während der Englandfahrt in der 8. Klasse. Meine Lehrer waren alle gut drauf und wir haben oft Karaoke während der Busfahrten gemacht. Nur eine Lehrerin schien nicht so begeistert davon gewesen zu sein. Als wir abends im Bus waren und die meist kurz schlafen wollten, hatte meine eine Lehrer noch gefragt, was wir denn morgen während der Busfahrt machen sollten. Daraufhin habe ich geantwortet, Lieder singen. Die oben erwähnte Lehrerin hat mich angeschaut und gesagt, ein Mucks von dir morgen und ich bring dich um? What? Das blieb mir so im Raum stehen und niemand hat was gesagt. Ich glaube, die Lehrerin mochte mich nicht besonders, aber beruhte auf Gegenseitigkeit. Ist das Alter, wie kann man sich so hart im Ton vergreifen? Das ist schon sehr krank, auf jeden Fall, sehr gestört. Wir waren damals, wo warst du auf Schulreisen so? Im Baskenland. Frankreich und Spanien. Ah, okay, Frankreich, Spanien. Okay. Wir waren in Irland und wir waren in Dublin und in Belfast. Und cool. In Dublin, da gibt es, pass auf. Eigentlich waren es 10 Tage und am 8. Tag meinte der Lehrer, als wir ihn gefragt haben, und unser Lehrer hat halt gelispelt, was ja nicht schlimm ist, aber dadurch kam halt ein Missverständnis. So. Und zwar meinte er, wir fahren morgen nach Howth und wir haben halt alle gedacht, warum, okay, dann fliegen wir halt einen Tag vorher. Aber es gab eine Halbinsel, die hieß Howth, neben Dublin. Und jeder hatte morgens seine Koffer gepackt, weil wir dachten, es geht halt einen Tag früher nach Hause aus irgendeinem Grund. Digga, das war der größte Plot-Twist der Welt. Ja. Wie gut! Und wie haben die dann reagiert? Ja, alle so, ach so, Haus, okay. Junge, weil er hat halt wirklich zu Haus halt Haus gesagt, so. Wegen seinem Sprachfehler, aber... Okay, das ist, du hast halt auch noch einen Sprachfehler. Ja, deswegen ja. Okay, das ist funny. Ist auch gut, dass da niemand nochmal nachfragt oder den Lehrer nochmal. Haben wir das richtig? Also wieso geht's jetzt früher nach Hause? Alle haben es einfach akzeptiert. Alle haben es einfach hingenommen. So. Alle haben es akzeptiert. Ja. Ich weiß auch, als bei uns, da wusste ich habe immer noch dieses so krass dieses Bild vor Augen, wie ich in der Busfahrt nach Frankreich damals da sitze, hinten links und ich gucke so nach vorne, weil ich mich frage, warum fahren wir nicht weiter? Und ich sehe, wie die Lehrerin vorne in der ersten Reihe statt aufs Handy so eine Karte ausgeholt hat und die so vor sich hält und so mit dem Finger lang geht mit der anderen Lehrerin. Ich war so, fahren hier gerade nicht ernsthaft über Karte lang, oder? Da haben diese Lehrer noch nie von Navigation gehört. Wir sind mit der Karte nach Frankreich gefahren, okay? Ist das krank. Ja. Das check ich nicht. Das machen halt teilweise immer noch Leute. Das war halt 2017, ne? Oder 2018. Stimmt. Also nicht lange. 2017 wahrscheinlich. Also ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, das war halt, ne, damals, 2005. Nee. Da gab's schon Navis, so jeder hat Navis genutzt. Naja. Als ich damals in der Grundschule war, sind wir mit meiner Klasse zur Feuerwehrstation gefahren. Dort bin ich diese Feuerwehrstange runtergerutscht, hab mir mein Bein umgeknickt und war gebrochen, musste operiert werden. Daumen nach oben. Das klingt nach irgendeinem Streamer-Event wieder. Ja, wirklich. True. Als ich noch in der Grundschule war, hat ein
würde mal behaupten, aggressives Kind wegen einer Beleidigung seine Socke ausgezogen. Oh, mit Stein gefüllt und ein anderes Kind dann diese an den Kopf geworfen. Sorry. Oh mein Gott. Weil als Entschuldigung hat das Kind ein Plüschtier und eine Schokolade bekommen. Nice. Naja, liegst du halt, ne, mit einem Schädelbasisbruch im Krankenhaus, aber hast eine Schokolade und Plüschtier bekommen. Ja, ist doch korrekt dann immerhin. Ist doch nice. Lehrer auf der Party, sehr unangenehm, war übelst cringe, sehr betrunken. Oh, war mal mit einem Lehrer auf einer Party, war übelst cringe, da er sehr betrunken war. Er fängt an, mich zu bedrängen, komische Anmerkungen zu machen. Bis heute ist jeder Unterricht sehr weird und unangenehm, der immer wieder Andeutungen zu dem Abend bringt. Oh mein Gott, das ist legit Belästigung. Boah, das ist unangenehm. Das ist ja fucking unangenehm, Mann. Das ist insanely unangenehm. Okay, lass die letzte noch machen. Ja. Da gibt es einiges. Ich war in einer mega Chaotenklasse. Von manipuliertem Smartboard, bei dem dann unbemerkt die Anschriften Du Steuerung bemalt und gelöscht wurden. Was? Was? Über gestohlene Tests, die dann die Toiletten runtergespült wurden, bis hin zu einer Stinkbombe, bei der alle aus dem Gebäude evakuiert wurden. Pac-Man. Oh mein, ja, voll gut. Ich bin zum Glück so der Lehrerliebling. Aber wie schlimm muss diese Stinkbombe sein, dass alle aus dem Gebäude evakuiert wurden? Du ahnst es nicht. Wir hatten auch so Stinkbomben und manche davon, die hatten wirklich einen Radius von say 50 bis 100 Metern, wo es einfach nur nach verschimmelten Eiern gerochen hat. Diese Dinger waren so intens, das war einfach so groß und die haben gemieft über 100 Meter weit. Das ist insane. Krass. Diese Plastikstinkbomben, ja. Hast du so raufgedrückt und es ist so aufgeplatzt und dann irgendwann boom und dann ging's los. Ganz schlimm. Ja, eigentlich, also mal abgesehen von diesem ganzen Lehrer mobben dich, Schüler mobben dich, Eltern mobben dich, alle mobben dich, ist Schulzeit immer irgendwie... Ja, kann was Krasses sein, kann was Cooles sein, aber... Ich würde für 1 Million Euro nicht nochmal mehrere Jahre Schule machen. Ja, okay, mit demselben psychischen Druck. Also ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt da reingehen würde, ist es scheißegal, welche Noten ich schreibe, ist mir alles wurscht. Aber nochmal, diese Gefühle, diese 2-3 Stunden, diese Gefühle zu haben, die ich während der Schule hatte, gar keinen Bock. Ja, ich hatte auch meinen ersten Spaß mit Schule, hatte ich auch erst richtig in der Ausbildung, also Berufsschule halt. Da hat's Bock gemacht. Jonik, das waren die Schulstories bei mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke, dass du dabei warst. Shoutouts an die ganzen Leute hier mit den Stories. Die waren sehr cool. Hat Bock gemacht. Yes, danke dir fürs dabei sein. Danke für die Einladung. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.